Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir glauben, am 8. Sonntag nach Pfingsten lesen wir im Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer zwei Aussagen, die beim Anhören uns sozusagen zurücktreten lassen, weil wir uns dieser Aussagen für unwürdig halten. Diejenigen sind Kinder Gottes, welche vom Heiligen Geist geführt werden, und dann der Heilige Geist selber bezeugt unserem Geiste, unserer Seele, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir das hören, dann meinen wir, da treten wir mal ganz leise zurück und sagen, das ist für die großen Heiligen, das ist für den Padre Pio, das ist für die heilige Teresa von Avila, das ist für ganz besonders bevorzugte Seelen der Fall, aber das ist falsch. Diese Aussagen gelten für jeden, der authentisch ein christliches Leben, das heißt ein Leben aus der Gnade führt. Wer ein Leben aus der Gnade führt und somit nach der Tugend ringt, gegen Sünde, Laster und verkehrte Neigungen kämpft, das ist eine Seele, die vom Heiligen Geist regiert, kommandiert, dirigiert wird. Und insofern so eine Seele dann über Sünde, Laster, schlechte Neigungen triumphiert und dass eben die Tatsachen, die Handlungen dann selber bezeugen, so eine Seele kann sagen, der Heilige Geist hat es mir bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin, denn aus mir heraus hätte ich nie jenes Laster, jene Situation meistern können. Drum ist es aus der Gnade geschehen. Und die Gnade, die wirkt eben auf Antrieb des Heiligen Geistes. Es ist trotzdem gut, liebe Gläubige, diese zwei Aussprüche mit dem heiligen Thomas ein wenig zu untersuchen, um zu verstehen, also wie sehr wir Acht geben müssen, dass wir dieses so wertvolle Gut der Taufgnade, der heiligmachenden Gnade, klug anwenden und gebrauchen, so wie der zwar böse und eigentlich verbrecherische Verwalter, aber letzten Endes dann doch klug gehandelt hat und nicht dafür, dass er gestohlen hat, sondern für seine Klugheit vom selbigen bestohlenen Reichen Besitzer gelobt wird. Jesus Christus wendet diese Parabel an, um zu zeigen, wie viel klüger, wie viel schlauer die Kinder der Welt sind als die Kinder des Lichtes, und möchte nur die Schlauheit, die Klugheit, die herausheben, um uns anzuspornen, dieses unsere Gut, diese Taufgnade richtig zu verwalten und dann danach auch richtig zu leben. Alle diejenigen sind also Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geführt werden. Diese Führung besteht darin, dass der Heilige Geist uns auch innerlich erleuchtet. Nicht nur äußerlich, indem er uns über die Kirche das lernt oder auch sonstige Ereignisse belehrt, sondern auch innerlich belehrt er uns. Nun ist es aber eben so, dass wer kommandiert ist, wer regiert ist, der handelt nicht aus sich selber heraus. Der geistige Mensch aber wird nicht nur vom Heiligen Geist belehrt. Es ist noch viel mehr. Es ist der Heilige Geist selber, der das Herz
der den Willen bewegt. Also, da möchte man fast meinen, ja, dann haben wir praktisch keinen Freiraum mehr. Da sind ja nicht, haben wir nicht einmal mehr den Gebrauch und den freien Willen, wenn nicht nur der Heilige Geist mir sagt, von außen und von innen, was ich zu tun habe, sondern wenn ich es tue, dann ist es auch er noch, der meinen Willen bewegt, ja, dann mache ich ja gar nichts mehr, ist der Einwand. Dann kann ich mich ja praktisch einem Tier vergleichen. Denn tatsächlich, das Tier überlegt nicht, das Tier erkennt nicht auf geistige Art und Weise, übersteigt nicht das sinnliche Moment seiner Empfindungen, kann somit auch nicht wählen und noch weniger entscheiden zwischen einer Sache und der anderen. Sondern das Tier ist beherrscht von seinem Instinkt. Und dieser Instinkt ist die Natur selber. Das Tier handelt wohl, aber bestimmt und gedrängt notwendigerweise von seinem Instinkt. Dann könnte ich sagen, ja, wenn ich dann vom Heiligen Geist regiert werde in allem Äußeren und Innerlich, dann bin ich ja eigentlich, dann höre ich ja eigentlich mein Menschsein auf, in dem Sinn, dass ich ja einen Verstand habe und einen Willen und erkennend wähle und das Gewählte mit dem Willen dann erstrebe. Nur eben, es ist tatsächlich so, dass wir es vergleichen können. Wir können tatsächlich sagen, so wie das Tier vom Instinkt dominiert wird, so ist der Mensch, der geistige Mensch, wie vom Instinkt, vom Heiligen Geist dominiert und getrieben. Das heißt ja auch, dass Christus selbst vom Heiligen Geist in die Wüste getrieben wurde. Aber, liebe Gläubige, diesen Einwand des vermeintlichen Wenigerwerden unseres freien Willens hat man gleich aus der Welt geschaffen, wenn wir überlegen, was ist der freie Wille? Der freie Wille mit der Fähigkeit zu erkennen, geistig, rational zu erkennen, ist ja die nobelste Eigenschaft, die wir haben. Weil so schön ein Pferd sein kann, so schön ein Tier sein kann, so zierlich, auch eine Kuh kann schön sein, eine wunderschöne Kuh, aber der Unterschied ist, dass die Kuh nicht denkt und dass wir aber denken und wir wählen und wir wollen und das ist ein sehr großes Gut. Und vor allem, wenn wir das Erkennen auf die Wahrheit richten, dann ist unsere Fähigkeit perfektioniert. Ich habe das Wahre erkannt. Und wenn ich das Gute anstrebe, dann ist meine Fähigkeit zu wollen aktualisiert. Das ist ein sehr hohes Gut. Das ist eine Vollkommenheit, das Wahre zu erkennen, das Gute zu wollen. Aber dann frage ich, lehrt uns nicht der Katechismus, dass alle guten Dinge von Gott kommen? Lehrt uns nicht der Katechismus, dass alles Schöne und Vollkommene von Gott kommt? Warum soll dann nicht mein freier Wille von Gott kommen und noch auch meine Erkenntniskraft? Und wie das von Gott kommt, das ist eine Art Teilhabe an Gott, dass ich denken kann, dass ich wollen kann, dass ich wählen kann, dass ich das Wahre erkennen und lieben kann, das Gute tun, das sind alles Vollkommenheiten, die kommen von Gott, aber der Heilige Geist ist Gott. Das heißt, wenn ich vom Heiligen Geist regiert bin, dann werde ich nicht weniger, dann werde ich mehr. Und je mehr der Heilige Geist mein Herz rührt, das Gute zu tun, umso mehr stehe ich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und somit ist also der Heilige Geist und sein Einfluss nicht eine Verminderung, sondern eine Vermehrung meiner Freiheit. Liebe Gläubige, das klingt alles sehr schön. Und wenn wir noch hinzufügen, dass der heilige Paulus selber oft als großer Philosoph
auftritt, wenn er zu den Philippern sagt, Gott ist es, der in uns das Wollen wirkt und das Vollbringen des Guten er selber in uns wirkt. Trotzdem meinen wir, ja, das ist alles sehr schön, aber wie kann ich da wissen jetzt wirklich, ob ich vom Heiligen Geist regiert bin? Und wie kann ich wissen, dass der Heilige Geist, wie der heilige Paulus sagt, mir bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin? Wir wissen ja, dass wir ja nie mit Sicherheit wissen, außer eine besondere, eigenste, für uns gewollte Offenbarung und zugelassene von Gott, dass wir wissen, unseren Stand der Gnade. Dann können wir uns aber fragen, wenn der heilige Thomas sagt, dass der Heilige Geist uns regiert, uns treibt, so wie das Tier vom Instinkt getrieben ist, so wie Jesus Christus in die Wüste getrieben wurde, da müssten wir nachdenken und sagen, wo könnte ich das in meinem Katechismus anhängen, als ich zum Beispiel auf die Firmung vorbereitet wurde? Wo finde ich im Katechismus etwas, wo ich sagen kann, ich bin vom Heiligen Geist getrieben? Und da erinnere ich mich, dass der Katechet ein schönes Schiff auf die Tafel gezeichnet hat, mit schönen Rudern, mit Masten und mindestens 7 kleine Segel. Und uns gesagt hat, seht ihr, das ist unsere Seele. Die Ruder, die müssen wir selber aktivieren, mit Mühe. Und das sind die Tugenden. Wenn wir unsere Tugenden üben, welche immer sie sind, dann müssen wir Tugendakte setzen und überlegend wollen und Handlungen setzen, mühevoll. Aber haben wir im Katechismus gelernt, wir haben auch die Gaben des Heiligen Geistes. Das sind die Segel. Und wenn Gott will, blast er in die Segel hinein und das Schiff geht wie von allein, wird geführt, gedrängt, gestoßen. Ja, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Und somit gibt es eine Gabe des Heiligen Geistes, die uns sehr an das heutige Evangelium erinnert. Denn es wird ja der schlechte Verwalter ob seiner Klugheit gelobt. Aber welche ist die Gabe des Heiligen Geistes, die der Tugend der Klugheit entspricht? Was ist die erste, wichtigste Handlung in der Tugend der Klugheit? Klugheit, die ja unser Handeln nach dem Rechten ordnet. Ja, das erste ist Rat einholen. Wenn ich irgendwas gut machen will, dann erstens berate ich mich. Lass mich auch beraten. Und die Gabe des Rates ist wohl diejenige, die der Bitte des Vaterunsers entspricht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und diese wiederum entspricht der Glückseligkeit der Barmherzigen. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, wir wissen, dass alle Bitten des Heiligen Geistes mit den Gaben des Heiligen Geistes und mit den Seligkeiten übereinstimmen. Und wie wir letzten Sonntag gesehen haben, dass das eine Zusammenfassung ist des gesamten geistlichen Lebens. Klug war dieser unrechte Verwalter, hat die Schuld herabgesetzt. Klug sind wir, wenn wir wie er wissen, zu verzeihen. Aber wie sollen wir verzeihen, wenn wir nicht vom Heiligen Geist dazugestoßen werden? Und wie soll der Heilige Geist in uns wirken, wenn wir nicht die Segel aufhissen? Und dieses Aufhissen der Segel ist wiederum eine Arbeit. Und das ist im geistlichen Leben die Regelmäßigkeit, mit der ich meine Gebete verrichte, mit der ich nach Gott strebe, die Regelmäßigkeit, mit der ich mich über ein Buch beuge, und solange langsam Wort für Wort lese,
so wie die Biene den Nektar aus den Blüten saugt, um genährt zu werden in meinem Herzen und mein Herz zu Gott erhebe. Wenn ich das mache, dann bin ich tatsächlich ein schön aufgetakeltes Schiff und der Heilige Geist kann hineinblasen und mir auch helfen, wenn ich nicht weiter weiß. Man hat ja oft im Leben Entscheidungen zu treffen, wichtige Entscheidungen. Und wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, nachdem ich die verschiedensten befragt habe und mir überall Rat eingeholt habe, zum Schluss stehe ich alleine da und muss entscheiden. Nehme ich diese Arbeitsstelle an, nehme ich sie nicht an? Heirate ich diesen, heirate ich diese oder nicht? Trete ich ins Kloster ein? In welches? Gehe ich dahin, dorthin? Hab alle angehört? Ich muss letzten Endes ich entscheiden. Und wenn meine Entscheidung eine Entscheidung eines Kindes Gottes ist, dann ist sie in der Ruhe, dann ist sie in der Gelassenheit und nicht in der Eile und nicht in der Gespanntheit. Darum, liebe Gläubige, ist es so notwendig, unsere täglichen christlichen Pflichten so zu erfüllen, dass unser Herz dabei zu Gott erhoben wird und somit wir fähig sind, diese Stimme des Heiligen Geistes wahrzunehmen und auch zu, unter Anführungszeichen, erleiden als passiver Eingriff des Heiligen Geistes. Gewiss hätte die Milliarde Katholiken 1965 in diesem Geiste gelebt, dann wäre Paul VI. Mit seinem Konzil allein geblieben, hätten ihn alle verlassen, wie die paar, die von diesem Geist erfüllen, sofort diese falsche Kirche verlassen haben. Und es wird nicht eine Erneuerung und ein Wiederaufstehen der Kirche geben, bevor nicht einzelne Seelen wieder sich als Kinder Gottes tatsächlich zeigen, im Ringen nach Heiligkeit, im Streben nach Heiligkeit, in der Erfüllung der geistlichen und der Standespflichten. Wo so sehr es ein Zeichen des Himmels ist, der Ruf in die Wüste von Karl Maria Vigano, so sehr kann dieser Ruf leer ausgehen, wenn nicht die Seelen von innen sich zu Gott erheben und dann von außen auch den wahren Glauben bekennen und zu den gültigen Sakramenten gehen. Möge die aller Selektion Frau Meier an diesem achten Sonntag nach Pfingsten für uns fürsprechen, dass wir vom Heiligen Geist getrieben in unserem Leben die richtigen Entscheidungen für das ewige Leben vor allem treffen mögen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, le huitième dimanche, après la Pentecôte, nous fait reculer, si on veut dire, quand nous entendons...